für den ländlichen Raum bietet die Energiewende aber große Chancen. Regenerative Energien werden im ländlichen Raum erzeugt. Sie schaffen dort wichtige Arbeitsplätze und sorgen für Wertschöpfung und unterstützen die Kreislaufwirtschaft. Vor allem aber sind sie eine Möglichkeit, Energie dort zu produzieren, wo sie schließlich gebraucht wird. Dezentral, ohne Großanlagen, mit langen Transportwegen und mit möglichst wenig Fernleitungsnetzen. Das Stichwort gemeinsam ist hierbei sehr wichtig. Und zwar deswegen, weil die Energiewende schon mit sehr vielen Unsicherheiten verbunden ist. Aber da, wo viele Unsicherheiten sind, gibt es auch viele Chancen. Und wir haben hier eine Chance genutzt, den regenerativen Anteil unserer Eigenerzeugung auf unsere Energieversorger bezogen zu erhöhen. Ohne Netze, meine sehr geehrten Damen und Herren, geht die Energiewende nicht. Insbesondere nicht ohne Verteilnetze wie die des Bayernwerks. Und so wird der Windpark Tannenberg-Lindenhaar Teil einer Energieversorgung, die eben ganz überwiegend in einer kommunalen Verantwortung und in der kommunalen Hand auch liegt. Und es steht dafür, wie wir Chancen, die uns der Umstieg auf ein erneuerbares und dezentrales Energiesystem beschert, gemeinsam vor Ort auch nutzen können, wenn wir es auch wollen. Herzlichen Dank nochmal an die Partner REWAG, Bayern Naturwerk und an Ostwind für die ganz hervorragende Zusammenarbeit. Wenn es uns der Gesetzgeber auch nicht ganz so leicht gemacht hat, wenn man an die Einspeisevergütung denkt, wir haben es geschafft und ich glaube, wir können alle stolz drauf sein. Ehrlich gesagt bin ich erst einmal froh, dass ich heute keinen Atommeiler oder ein Kohleheizkraftwerk einweihen muss. Da hätte ich wahrscheinlich sehr höflich abgesagt. Ja.